Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema diskrete Zufallsvariablen, speziell Benfords Gesetz. Bei dem Begriff Gesetz darf man sich dabei nichts Rechtliches vorstellen. Es geht einfach um eine bestimmte Art von Wahrscheinlichkeitsverteilung, die man manchmal auch Gesetz nennt, nachdem sich eben Wahrscheinlichkeiten und Zufallsvariablen verhalten. Worum geht's da? Also es geht wieder um diese Anfangsziffern von Zahlen, die wir uns in einem früheren Video auch schon angeschaut haben. Und der Benford und vor ihm auch schon ein anderer Mathematiker namens Newcomb haben postuliert, dass die Häufigkeit für die Anfangsziffer x gegeben werden kann durch den Logarithmus von x plus 1 dividiert durch x. Wobei log eben der Logarithmus zur Basis 10 ist und x die Werte 1 bis 9 annehmen kann. Und das ist kein Gesetz in dem Sinne, dass das so sein muss, aber Benford und Newcomb haben eben festgestellt, dass sich Anfangsziffern von Zahlen in Texten oder Datenquellen häufig so verhalten, dass man sie durch diese Funktion besonders gut beschreiben kann. Ich kann gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, woher das auch kommen kann. Schauen wir uns also einmal an, was da herauskommt, wenn wir das ausrechnen. Wenn wir also den Logarithmus von, schreibt die Funktion nochmal hier hin, x plus 1 dividiert durch x ausrechnen und für x gleich 1 ausrechnen, brauchen wir den dekadischen Logarithmus von 2 dividiert durch 1 und das ist dann 0,301. Und dann brauchen wir den dekadischen Logarithmus von 3 durch 2, das ist 0,176 und so weiter und so fort. Und für jede mögliche Anfangsziffer von 1 bis 9 kriegen wir dann die zugehörige Wahrscheinlichkeit. Und die ist dann nicht etwa ein Neuntel für alle diese Fälle, also rund 11%, sondern für die Anfangsziffer 1 deutlich höher, dann am zweithöchsten für die Anfangsziffer 2 und so weiter und so fort. Und 0 für alle anderen Werte, andere Anfangsziffern als die Zahlen 1 bis 9 können wir nicht haben. Grafisch schaut das also folgendermaßen aus, dass wir hier so eine fallende Beziehung haben, wenn das x von 1 bis 9 steigt, f von x auf der y-Achse abgetragen. Und die Beispiele, mit denen sich der Benford das angeschaut hat, waren Zahlen in verschiedenen Datenquellen. Eine Sache waren 100 Zahlen, die er in verschiedenen Zeitungsausgaben gefunden hat. Also hat sich eine Zeitung hergenommen und hat einfach jede Zahl, die dort drin vorkam, herausgenommen und ihre Anfangsziffer notiert. Etwas anderes, was er gemacht hat, war eine Tabelle mit Flächen von Flüssen herzunehmen, also die größten Flüsse. Ich weiß nicht, ob es der USA oder der Welt waren, also Amazonas, Nil, Mississippi und so weiter, wo dann die Fläche dazu drin stand und auch dort hat er wieder nur die Anfangsziffer hergenommen. Letzte Beispiel, was Benford betrachtet hat, waren die Adressen von 342 Wissenschaftlern, die in dem Buch American Man of Science gelistet waren. Also bevor es soziale Netzwerke im Internet gab, haben sich Wissenschaftler in solchen Büchern eintragen lassen, dass wenn man nachschauen wollte, wer denn an einem bestimmten Thema arbeitet oder wer an welcher Uni ist, hat man eben in diesen Büchern nachgeschaut und hier hat man diese 342 Adressen und hat dann beispielsweise von der Hausnummer die Anfangsziffer genommen oder vom Postcode und so weiter. Und wenn man diese Häufigkeiten dann auflistet, dann ergibt sich folgende Tabelle. Wir haben in blau die Werte, die sich aus diesem Logarithmus von x plus 1 durch x ergeben und in grün die empirischen relativen Häufigkeiten der Anfangsziffern in Zeitungen, in rot die Anfangsziffern der Flüsse und in grau die Anfangsziffern der Adressen. Und man sieht, dass das im Großen und Ganzen gut funktioniert. Also es gibt dann hier schon so ein paar Abweichungen, die vielleicht ein bisschen größer sind, aber alles in allem hält sich das deutlich in Grenzen. Und der Grund dafür ist, dass viele von diesen Zahlen auch aus Zählvorgängen kommen.
Ja, wenn ich also zum Beispiel in eine Zeitungsausgabe schaue und wissen möchte, wie viele Teilnehmer haben denn an einem Meeting oder an einer Demonstration oder ähnlichem teilgenommen, dann müssen die sich erstmal ansammeln. Das heißt, man fängt da an zu zählen bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hat man einmal alle Anfangsziffern durch und dann geht es weiter bei 10. Und dann 11, 12, 13, 14 und so weiter. Und diese Zahlen, die Zehner, haben alle eine 1 als Anfangsziffer. Und dann kommt man zu den 20ern, die haben alle eine 2 und so weiter und so fort. Und irgendwo hört man auf zu zählen. Und dann kommt es halt häufiger vor, dass man dort schon einige niedrigere Ziffern überschritten hat und die höheren noch nicht. Deshalb kommen niedrigere Ziffern häufiger vor als höhere. Und dem Newcomb ist das aufgefallen in Büchern, wo man Logarithmen hat nachschauen können. Wenn man also sowas berechnen wollte, wie den Logarithmus von x plus 1 dividiert durch x, hat man im 19. Jahrhundert nicht einfach den Computer anwerfen können, den gab es nicht, sondern man hat in einem Buch nachgeschaut, was ist denn der Logarithmus von 2 oder was ist der Logarithmus von 1,5 und so weiter. Und im Newcomb ist aufgefallen, dass die Leute, die diese Bücher mit den Logarithmen in der Bibliothek benutzt haben, sehr viel häufiger bei den Ziffern, die mit 1 anfangen, nachgeschaut haben. Die Seiten waren stärker abgenutzt als die, die mit anderen Anfangsziffern anfangen. Und ich werde gleich dann auch noch ein paar Beispiele dafür herzeigen, warum dieses Benford-Gesetz nicht nur eine Kuriosität ist, sondern dass man das auch für wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen einsetzen kann. Zum Beispiel wird es als eine Methode in der Wirtschaftsprüfung auch verwendet. Bevor wir uns diese Anwendung anschauen, rechnen wir aber noch ein bisschen damit. Also, wenn wir hier diese Benford-Verteilung zugrunde legen, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Ziffer kleiner als 3 oder kleiner als 8 ist? Und dann haben wir also hier eine Aussage, die wir jetzt wirklich mit einer mathematischen Ungleichung beschreiben können. Wir haben unsere numerische Zufallsvariable x, die soll kleiner sein als 3. Und dann müssen wir eine Summe bilden über zwei Funktionswerte, nämlich den Funktionswert an der Stelle 1 und an der Stelle 2. Und da können wir jetzt dann also einsetzen. Das ist dann der Logarithmus von 2 dividiert durch 1 plus den Logarithmus von 3 dividiert durch 2. Und wenn wir das dann einsetzen und ausrechnen, kommen wir auf fast 48%. Ja, also die Anfangsziffern, die kleinen Anfangsziffern kommen wirklich sehr viel häufiger vor, als man das vielleicht naiv erstmal meinen würde. Ist also eine Möglichkeit, hier Wetten abzuschließen, wo man eine gute Chance hat zu gewinnen. Wenn man dann noch die 3 mit dazu nimmt und sagt, also ich gewinne bei einer Anfangsziffer von 1 bis 3 und du gewinnst bei den anderen Anfangsziffern, klingt das wie eine sehr attraktive Wette für die anderen, ist aber in Wirklichkeit zum Vorteil für den, der auf die Anfangsziffern 1 bis 3 wettet. Anfangsziffer bis 8 ist dann 1 minus die Wahrscheinlichkeit für eine Anfangsziffer größer gleich 8. Wir können also hier leicht die Gegenwahrscheinlichkeit bilden, indem wir dann die Ungleichung, die in der Wahrscheinlichkeit drin steht, umkehren. Und dann müssen wir also von der 1 abziehen, den Logarithmus von 8 plus 1 durch 8 und 9 plus 1 durch 9. Und da kommt man dann auf eine Wahrscheinlichkeit von 90%, mit der die Anfangsziffer 1 bis 7 ist. Wie ich vorher schon angedeutet hatte, hat diese Benford-Verteilung nicht nur kuriosen Wert, sondern wird auch als ein Indiz zumindest verwendet, um Betrug aufzudecken. Wenn es also irgendwo Ansammlungen von Zahlen gibt, beispielsweise in wissenschaftlichen Publikationen, in Ergebnissen von Auszählungen von Wahlen oder aber auch in wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen, in Bilanzen, Steuererklärungen und Ähnlichem, dann haben wir dort immer Sammlungen von Zahlen und können uns anschauen, wie häufig kommen denn dort die Anfangsziffern von 1 bis 9 vor. Und wenn es dann eine Abweichung von der Benford-Verteilung gibt, dann ist das ein Indiz, dass dort möglicherweise etwas seltsam sein könnte. Muss natürlich nicht, weil
entgegen dem Namen ist Benfords Gesetz nicht etwas, was wirklich so vorgeschrieben ist. Es kann natürlich auch andere Gründe für Abweichungen geben, aber es ist dann für Leute, die nach Betrug Ausschau halten, ein mögliches Indiz, dort mal weiter zu graben und weiter nachzuforschen. Also zum Beispiel für einen Wirtschaftsprüfer. Und das Beispiel, was ich hier kurz vorstellen möchte, ist aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Thema Euro-Stabilitätspakt. Und zwar haben sich die Länder der EU, die in den Euro eingetreten sind, dazu verpflichtet, gewisse Stabilitätskriterien zu erfüllen. Das heißt, dass die volkswirtschaftlichen Kennzahlen in einem bestimmten Bereich liegen mussten und nicht darüber hinausgehen durften. Also zum Beispiel das nationale Defizit, Schulden, Bilanzen und so weiter, die mussten in einem bestimmten Bereich drin liegen. Und da gibt es insgesamt 156 jährliche Kennzahlen, die bei diesem Euro-Stabilitätspakt berücksichtigt werden können. Wenn man die für die EU-27-Staaten für den Zeitraum von 1999 bis 2009 hernimmt, haben wir also 156 Kennzahlen pro Jahr in 11 Jahren in 27 Staaten, und das gibt insgesamt knapp 40.000 Zahlen, von denen wir uns die Anfangsziffern anschauen können. Es sind nicht ganz alle Kombinationen kommen vor, deshalb ist es nicht einfach 156 mal 27 mal 11, es sind etwas weniger Zahlen, weil wir nicht jede Kennzahl für jedes Land in jedem Jahr haben. Und diese Verteilung, die sich dort für diese 40.000 Kennzahlen ergibt, vergleichen wir mit den 134 Kennzahlen für Griechenland im Jahr 2000. Also unmittelbar zu Beginn der Einführung des Euro schauen wir uns die Zahlen für Griechenland an. Und das Ganze ist insofern etwas pikant, weil eben Griechenland nach den Zahlen, die es gemeldet hat, die Kriterien im Euro-Stabilitätspakt erfüllt hat. Aber wie dann klar geworden ist, vor allem im Lauf der großen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und 2009, waren diese griechischen Kennzahlen einfach nicht richtig. Die waren zum Teil geschönt und mussten dann auch mehrfach korrigiert werden und waren mitverantwortlich dafür, dass Griechenland in diese große Krise im Jahr 2008-2009 geschlittert ist. Und pikant ist das Ganze auch deshalb, weil Eurostat, das Europäische Statistische Amt, erst ab 2010 die Möglichkeit zur direkten Prüfung hatte. Die mussten also bis dahin die Kennzahlen, die gemeldet wurden, einfach hinnehmen und konnten nur schauen, erfüllen die den Stabilitätspakt oder nicht. Sie konnten aber nicht nachschauen, sind die auch wirklich plausibel, stimmen die Zahlen. So, und jetzt wollen wir nicht länger drumherum reden und schauen uns mal hier die Ergebnisse an. In Blau wieder die theoretischen Werte auf Basis des Benford-Gesetzes, also Logarithmus von x plus 1 dividiert durch x. In Grün die relativen Häufigkeiten aus den 40.000 Kennzahlen für die EU27 über 11 Jahre hinweg. Und in Rot die Kennzahlen für Griechenland unmittelbar bei Einführung des Euro. Und da sieht man, dass es dort natürlich eine sehr große Abweichung bei den Anfangsziffern 1 und 2 gibt und dafür andere Anfangsziffern sehr viel weniger vorkommen, als man auf Basis des Benford-Gesetzes erwartet hätte. Das alleine ist jetzt noch kein Hinweis darauf, dass da wirklich etwas falsch sein muss. Wir wissen heute, es war etwas falsch, aber die Benford-Verteilung oder die Abweichung davon ist hier natürlich nur ein Indiz und hätte ein Anhaltspunkt sein können, dort einmal genauer nachzuforschen, ob denn mit diesen Bilanzzahlen auch alles seine Richtigkeit hat.